Liebe Zuschauer, begrüßen Sie mit mir Rüdiger Lukassen und in unserem neuen Studio. Jetzt haben wir ein richtig großes Sendestudio. Da sind wir stolz mit Video-Wall, mit allem drum und dran. Also wir haben uns Mühe gegeben. Und der erste Gast in dem großen neuen Studio ist Rüdiger Lukassen. Rüdiger Lukassen ist deutscher Politiker. Er sitzt für die AfD im Deutschen Bundestag und er ist Oberst AD der Bundeswehr. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung, Herr Lukassen. Vielen Dank, Herr Weber. Schönen guten Tag und vielen Dank, dass ich als Erster in Ihrem neuen Studio sein darf. Sehr gerne. Herr Lukassen, wir wollten ja eigentlich heute, es sollte heute ja eine Sitzung stattfinden, Afghanistan-Einsatz, die ist verschoben worden auf den 25.8. Dort wird über die Flutkatastrophe gesprochen, aber auch Hauptthema Afghanistan. Jetzt sind Sie ein Mensch, wir haben Sie vorgestellt, der Mensch, dann haben wir Sachthemen besprochen. Sie haben ja nun Afghanistan verfolgt. Sie waren bei der Bundeswehr. Wie sehen Sie denn die Situation der jetzigen Erkenntnislage dessen, was wir dort erleben? Weil gesagt, wir sind völlig überrascht, dass die Taliban innerhalb weniger Tage, Stunden das Land eingenommen haben. Ja, diese Überraschung bei den Regierungspolitikern unseres Landes zeigt, wie weit der Außenminister, die Verteidigungsministerin, aber höchstwahrscheinlich auch die Kanzlerin von einer Realpolitik entfernt sind. An Warnungen hat es ja nicht gefehlt in den letzten Jahren, sowohl im Parlament von der AfD als auch von Fachkreisen in unserer Bundesrepublik, dass eben dieser Afghanistan-Einsatz zum Scheitern verurteilt ist, dass es einfach nicht geht, einer jahrtausendenalten Kultur, Tradition, Geschichte, Religion, westliche sogenannte werteorientierte Politik überzustülpen. Das heißt also, die Betrachtungsweise war ja die, wir haben das ja im Mittleren Osten erlebt, fast durch Joystick. Wir machen Drohnenangriffe, wir machen das alles aus der Luft. Die schrecklichen Bilder zeigen wir nicht. Es gab schreckliche Bilder, es sind viele Soldaten ums Leben gekommen und Soldatinnen. Die Bundeswehr hat einen hohen Blutzoll zahlen müssen. Ihrer Meinung nach eine klassische Fehleinschätzung. Ich meine, wir haben das ja im Mittleren Osten erlebt, da ist ja die Destabilisierung, setzt sich ja fort. Ihrer Meinung nach eine klassische Fehleinschätzung. Man hat politisch agieren wollen und hätte eigentlich lernen müssen. Der Russe hat es ja schon lange Zeit probiert, Afghanistan in den Griff zu bekommen. Und ich meine, mit viel Manpower und viel Einsatz an Maschinen und Gerätschaften und militärischem Material, hätte das nicht eine Warnung sein müssen? Ja, vieles hätte eine Warnung schon sein müssen. Herr Weber, ich gebe Ihnen vollkommen recht, aus der Geschichte zu lernen, ist für diese Bundesregierung in unserem Land scheinbar nicht angesagt. Und den einen Aspekt, den Sie genannt haben, möchte ich betonen. Eine hochtechnologisierte Armee, sie kann noch so gut sein und noch so viel Manpower haben, wird nie irgendetwas ausrichten können gegen paramilitärisch oder irreguläre Kräfte, nennen wir sie, wie sie wollen, die in ihrem Land verwurzelt sind, die ihrer Ideologie, ihrer Religion, ihrer Kultur verwurzelt sind. Das hat scheinbar diese Regierung noch nicht gelernt. Und es ist jetzt ein sehr, sehr schlimmer Tribut, der gezollt werden muss. Nicht nur unsere Soldaten, auch die Amerikaner haben über 3.500 Soldaten verloren in diesem Krieg, aber auch der Zivilbevölkerung und derjenigen, die jetzt evakuiert werden müssen. Wenn wir uns die Situation im Land anschauen, dessen, was jetzt passiert ist, nun hatten wir ja gesagt, die Regierungsmitglieder, Einschluss Frau Merkel, Kramp-Karrenbauer, von der Leyen, Herr Maas als Außenminister tun völlig überrascht und plötzlich die übereilte Evakuierung. Ist das ein Maßstab dessen, was uns eigentlich seit Jahren verfolgt, nämlich eine Politik nicht des Agierens, des Reagierens und zeigt es nicht ein hohes Maß, um es vorsichtig zu sagen, an Überforderung der handelnden Akteure? Ja, den Begriff Überforderung der handelnden Akteure möchte ich gerne aufgreifen, Herr Weber. Wir haben ja, wenn Sie so wollen, die politische Ebene, wir haben die strategische Ebene, wir haben die operative Ebene. Und wenn
Minister in ein so verantwortliches oder Person in ein so verantwortliches Ministeramt gewählt werden, Außenminister, Verteidigungsminister, die keine Erfahrung darin haben, wie eine operative Ebene agiert. Nehmen wir die Verteidigungsministerin. Und ich darf auch meine Worte an dieser Stelle wiederholen, die ich bei ihrer Vereidigung im Juli 2019, gerade gut 2 Jahre her, im Bundestag gesagt habe. Eine Novizin aus dem Saarland, die jetzt mit Verteidigungsministerin wird, wenn sie keine Vorstellung hat von der operativen Ebene, dann kann sie sich durch ihre Generale auch nicht richtig beraten lassen. Und dann hat sie auch nicht das Vertrauen und das Glauben in die, den Glauben in diese Ebene und kann auch nicht entsprechend ermessen, wie ihre Entscheidungen auszusehen haben. Nämlich nicht erst lange politisch zu warten, jetzt, wenn wir die Evakuierung nehmen, zwischen Außenministerium und BMVG, ein ewiges Pendel, wer dann da die Verantwortung hat, wer dann erst ein Krisenunterstützungsteam schickt, um die Lage vor Ort zu erörtern. Also es ist furchtbar, als die erste deutsche Maschine dann endlich starten konnte, da hatten einige westliche Länder ihre Landsleute schon längst evakuiert. Und wichtig ist mir, Herr Weber, das ist nicht in Verantwortung und keine Schuld unserer Soldaten und der Bundeswehr, sondern eindeutig der politischen Leitung, die kein Vertrauen in die operative Ebene hat. Hier gehört es einfach hin zu sagen, der Auftrag wird definiert, er wird abgegeben an die Streitkräfte und dann wird er ausgeführt. Nehmen wir doch mal als Beispiel, wenn ich das noch sagen darf, 1977, Entführung der Landshut, sehe ich, wir können uns sicherlich gut daran erinnern, Helmut Schmidt hat diesen Auftrag an seinen damaligen Bundesgrenzschutzkommandeur gegeben und dann wurde ausgeführt. Und so muss es sein. Und die Politik, die wir jetzt haben, haben von dieser Art der Exekutive null Ahnung. Wegener seinerzeit Mogadischu, die Maschine ist ja jetzt wieder praktisch museumsgut geworden, recht gut. Die Älteren unter uns werden sich daran erinnern können. Daran sehen wir, wie die Zeit vergeht. Und das war die Elitetruppe GSG 9, die sich darum gekümmert hat. Jetzt hören wir, und es ist verifiziert, es ist belastbar, die Botschaft hat schon vor Wochen gewarnt und der Situation letztlich konkrete Konturen gegeben. Ein Außenminister Maas stellt sich hin, weist jede Schuld von sich. Ich frage mich, wie das letztlich, es gibt nur noch wenig Presseorgane, die klar darüber berichten. Und ich bin froh, dass jetzt ein großes Organ Klartext redet. Wie lange das der Fall sein wird, wissen wir nicht. Aber ist es nicht für die Truppe ein Zeichen ergänzend dazu, wenn die Verteidigungsministerin Pfannkuchen bäckt am Samstag, die andere geht zu ihren Pferden, streichelt die Pferde und die andere sieht man lachend unsere Regierungschefin Angela Merkel Montag im Kino. Jetzt wissen wir, liebe Zuschauer, und wer wüsste es besser als der Oberst AD Lukassen, dieser Einsatz in Kabul von der Spezialtruppe KSK war mit unten und Spezialeinheiten Fallschirmspringer, das ist ja ein Einsatz, die Jungs wissen ja nicht, ob sie wieder nach Hause kommen. Wenn die sehen, dass ihre Verteidigungsministerin Pfannkuchen bäckt, die Chefin der Europäischen Kommission von der Leyen streichelt ihre Pferde und Frau Merkel geht ins Kino, ist es nicht ein Schlag ins Gesicht für die Menschen, die uns das Leben dafür einsetzen, um andere zu retten? Es ist in der Tat ein Schlag ins Gesicht und es muss zu absolutem Vertrauensverlust führen bei diesen Menschen, die ja unmittelbar abhängig sind von der Politik und der Entscheidung, den Entscheidungen in der Politik. Und wissen Sie, Herr Weber, dieser Sinneswandel, wenn es dann einer ist, auch bei der Bild-Zeitung, und die meinten sie ja, ist natürlich schon bemerkenswert. Und auch ich habe die Erkenntnisse, die ja langsam gewonnen wurden im Mai, Juni, bereits in meiner Bundestagsrede am 23. Juni umgesetzt. Und ich habe vor einem zweiten Saigon gewarnt, ja, vor den letztendlichen Evakuierungen vom Botschaftsgebäude. Und jetzt haben wir die Situation, es ist kaum noch erklärbar, nur mit dieser Dramatik ist entstanden, weil es ein Kompetenzgerangel zwischen Auswärtigem Amt und BMVG gegeben hat und weil wir an der Spitze dieser Ministerien
Politiker haben, die nicht nur durch ihr Verhalten, sondern durch ihr politisches Agieren vollkommen ungeeignet sind, diese verantwortungsvollen Aufgaben auszuführen. Sowohl Maas als Kramp-Karrenbauer müssten sofort ihres Amtes entlassen werden. Ist es ein Zeichen, wenn wir ein bisschen in die Vergangenheit schauen? Ich bin nun meines Zeichens Wirtschaftsingenieur für eine Firma, dass ich sage, wenn ich meinen Bereich so führen würde, würde ich A, schon längst insolvent sein und B, wahrscheinlich mich verschiedenen Strafverfahren ausgesetzt sehen. Ich nehme die Bankenrettung, ich nehme Griechenland, ich nehme 2015. Das ließe sich alles noch mit Geld und persönlicher Hilfe. Wir sind uns einig, wenn 2015 nicht private Hilfsorganisationen richtig eingegriffen hätten, wäre das Chaos beziehungsweise die Situation noch wesentlich schlimmer gewesen, was die Flüchtlinge angeht. Wird uns ein Thema sein, das uns noch lange begleitet. Und wenn ich dann sehe, was Corona angeht und jetzt, was nicht mehr mit Geld zu machen ist, dass dieses Versagen durch Menschenleben immer offensichtlicher wird. Also ich konnte früher Bankenrettung und alles, das kann ich alles mit monetären Mitteln. Aber was wir jetzt erleben, ist doch das, dass Menschenleben geopfert oder riskiert werden, das ist nicht mit Geld aufzuwiegen. Zeigt es nicht geradezu den desolaten Zustand der Republik? Ja, es zeigt den desolaten Zustand der Republik, verursacht überwiegend durch die CDU-Merkel-Regierung. Und es wird ja genutzt durch andere politische, vielleicht auch Großmächte. Und so perfide es klingen mag, es scheint so zu sein, dass Flüchtlinge die neue Waffe dieses Jahrhunderts oder noch mehr sein werden. Und wenn man spricht von 5 Millionen afghanischen Flüchtlingen, dann ist es nicht nur ein Exodus für das Land, sondern die Menschen werden nach Europa, sie werden nach Deutschland kommen. Und dann noch zu meinen, dass man Grenzen so einfach schließen kann. Ja, man kann sie schließen, aber um einen solchen Ansturm dann abzuwehren, da habe ich doch meine Zweifel. Und ich würde mich nicht wundern, wenn andere Großmächte wie die Russische Föderation oder China sich das anschauen, dieses Mittel zur Schwächung Europas, zur Unterwerfung eines solchen Landes, wie es Deutschland macht, weiterhin zu nutzen und auch als Waffe einzusetzen. Es ist ja so, diese Schwächung Europas ist ja ein Zeichen, das ist ja im Grunde genommen schon im Fluss. Das sind ja Dinge, die sind im Fluss, das wird durch Corona aufgezeigt. Wir sehen, was die Lieferketten angeht, diese Dinge, dass Werke jetzt nicht mehr produzieren können oder Produktionsstopp herrscht. Das Thema Flüchtlinge, das ist ja nun etwas, seit 2015 wird ja immer gesagt, es darf sich nicht wiederholen, wir müssen gewappnet sein. Aber führende Presseorgane erkennen jetzt, dass man eigentlich nicht gewappnet ist. Dass man sagt, heiliger St. Florian, zünde andere an, wir schauen erst mal weg. Aber dieses Wegschauen kann ja eigentlich, so wie es jetzt ausschaut, zur nächsten Tragödie führen. Und Sie haben richtigerweise gesagt, China und Russland haben ja jetzt schon signalisiert, dass sie mit den Taliban zusammenarbeiten werden, um hier, und die Zuschauer wollen das richtig verstehen, die Flüchtlinge sträflicherweise als Waffe zu benutzen. Ist das nicht eine Erkenntnis, die vom Auswärtigen Amt und von der Vielzahl der Mitarbeiter und Berater, deren Jahrhunderte, hätte längst erkannt werden müssen und Vorbereitungen getroffen werden müssen, Moment, was können wir tun innerhalb Europas? Anstatt jetzt immer auf die Ostblockländer zu schimpfen, ja, Ungarn und Polen und Tschechien, sondern die grenzen sich ab. Die Flüchtlingsströme werden wieder kommen. Das ist doch deutlich unausweichlich. Herr Weber, ich schließe nicht aus, dass Beamte des diplomatischen Korps, also Beamte alter Schule, das sehr wohl gewusst haben, auch verstanden haben, vielleicht auch nach oben bis ans Auswärtige Amt gemeldet haben. Aber es passte und passt nicht mehr in die Politik, in den Linksruck der CDU, in die Anbiederung an die Grünen. Und das ist es, was letztendlich fatal ist für unser Land. Und ob wir so kurz vor der Bundestagswahl noch erwarten können, dass die Bürger diese Situation so verstehen, wie Sie sie geschildert haben,
um dann auch noch ihr Kreuz auf dem Stimmzettel an der richtigen Stelle zu machen, zumal die Briefwahl schon begonnen hat. Das muss ich bedauerlicherweise bezweifeln und fürchte, dass wir nochmal in eine Legislatur gehen, wo wir dieser Zerreißprobe, dieser Spannung weiterhin ausgesetzt sind, in Deutschland, aber auch in Europa. Denn wenn dieser Druck auf Europa kommt, und das haben wir ja schon bei den 27 oder 28 Mitgliedstaaten gesehen, dann wird auch innerhalb Europas, innerhalb der EU sich etwas zerreißen. Wir müssen ja eines sagen, Probleme können nur gelöst werden, wenn ich sie anspreche. Nur ist es so in der Neuzeit, ob das jetzt Corona ist oder ob das die Flüchtlingsströme oder Gewalt in welcher Form auch immer hier in Deutschland, die sich vollzieht, dann bin ich Rassist. Man versucht ja jegliche Diskussion zu erschlagen mit Phrasenargumentation. Herr Lukassen, die Frage, die AfD würde es doch ohne diese Politik, diesen Politwechsel, diesen Paradigmenwechsel, diese Form, die CDU-CSU eingeschlagen hat, wird es doch die AfD eigentlich gar nicht geben. Und wenn wir uns Wahlplakate anschauen in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, da muss ich sagen, die haben wir jetzt und haben uns da deutlich Dinge angeschaut. Da sind ja AfD-Bundestagsabgeordnete Messdiener dagegen. Also sie sprechen ja die Dinge noch vorsichtig an. Bei dem, was gesagt wurde, auch von der Bundeskanzlerin, hat sich doch ein Wechsel vollzogen, der doch eigentlich dazu geführt hat, dass man gesagt hat, es braucht ja eine Alternative. Weil ja diese Blockparteien, die wir jetzt haben, ich erkenne im Wahlkampf, erstens mal sehe ich keinen Wahlkampf, die Zuschauer genauso wenig, und wir erkennen auch keine Unterschiede mehr. Das ist vollkommen richtig. Messdiener ist ein gutes Stichwort. Natürlich sind einige von meinen Kollegen in unserer Partei etwas vorsichtig, weil wir uns nämlich darüber bewusst sind, dass ja schon in Generationen unserer Bevölkerung eine Indoktrination stattgefunden hat und wir sie nicht verschrecken wollen. Dass es auch Ausnahmen dessen gibt in der AfD, das werde ich wohl durchaus einräumen. Und es ist richtig, dass wir natürlich diesen Platz, den die CDU längst verlassen hat, nämlich einen nationalkonservativen Kurs einzuschlagen, für das Wohl des deutschen Volkes da zu sein, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, den wollen wir einnehmen. Und deswegen sind wir auch keine CDU 2.0. Und an diese CDU, wie sie sich seit 16 Jahren unter Merkel darstellt, haben wir auch keine Anlehnung. Und wir werden auch mit einer solchen CDU nicht koalieren können, solange wir unsere politischen Ziele und unsere Programmatik umsetzen wollen. Nachvollziehbar. Nun ist es ja so, Sie sprachen gerade davon, es gibt in jeder Partei, gibt es ja Menschen, deren Aussagen schwer nachvollziehbar bis völlig unakzeptabel sind. Keine Frage. Ich nenne hier Aussagen, wir werden das 1% der Reichen erschießen. Der andere sagt, wir werden sie für uns arbeiten lassen. Jeder Zuschauer soll sich mal Gedanken machen, wenn das jemand von der AfD gesagt hätte, das wäre eine Sondersendung nach der Tagesschau gewesen. Wir sollten uns überlegen, wenn ein Herr Lauterbach, der ja unausweichlich nun jeder Sendung ist, der kann ja keine Politik mehr machen, der befindet sich ja eigentlich bloß noch an der Maske vom Fernsehstudio. Wenn er sagt, Hans-Georg Maaßen, Nazi-Sprech, da muss man wirklich sagen, das sind Aussagen, wenn man SPD-Politiker als linksextrem bezeichnen würde, was dann wäre. Und zum anderen, liebe Zuschauer, darf ich Ihnen sagen, relativ neu, vom 17.08.2021, der Hamburger Linken-Politiker Bijan Tabasoli hat auf Facebook die radikal-islamischen Taliban zum Sieg beglückwünscht. Also er ist Linken-Politiker in Hamburg. Ich gratuliere dem afghanischen Volk, vor allem zu jedem einzelnen der 37 von ihnen eliminierten Bundeswehrsoldaten. Der Post wurde inzwischen gelöscht. Wissen Sie, stellen wir uns doch einfach mal vor, liebe Zuschauer, es wäre jemand von der AfD gewesen. Das wäre ja ein weltpolitisches Thema gewesen. Da wäre ja alles im Hintergrund gewesen. Und hier sehen wir für uns ein Zeichen, wie die Besetzung der Presse doch sehr linkslastig ist, um dieses Thema nicht aufzunehmen. Es handelt sich um einen linken Politiker. Wie gehen Sie mit solchen Aussagen um? Es ist schrecklich, es ist menschenverachtend, was dieser Mann dort geäußert hat. Und wenn ich als Mitglied des Deutschen Bundestages dann erlebe, wie von den Regierungsparteien und deren Ministerien
die Linken hofiert werden im Deutschen Bundestag, wie sie eine Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages stellen können, wir als rechtsstaatliche Partei dort immer noch ausgegrenzt werden, dann ist es, so bedauerlich es ist, Herr Weber, ein Symbol für die derzeitige Politik der Merkel-Regierung. Ohne einen wirklich gravierenden Wechsel wird es nicht gehen. Eine Restauration oder leichte Renovierung an diesem System wird nicht reichen, sondern wir müssen in das System wieder die Grundsätze unseres Grundgesetzes der Rechtsstaatlichkeit und der Gewaltenteilung einführen. Wie gehen Sie damit um, wenn ein Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, sagt, ich traue unserer Frau Esken durchaus ein Ministeramt zu? Und Frau Esken bekennt sich offen zur Antifa, also zur linken Gewalt. Das ist ja schon ein Auswuchs, ja, dass hier eine Entmachtung, Gesetzgebung, Polizei sich vollzieht und in eine Richtung, die sollte doch jeden Bürger eigentlich aufschrecken. Eine Fehlentwicklung unserer Parteiendemokratie, dass ein Kanzlerkandidat Scholz, der im Moment sich vielleicht auf einen Zwischenhype sieht, ein Zugeständnis innerhalb seiner Partei machen muss, also an seine Vorsitzende, um sich als Kanzlerkandidat sowohl in der Partei als auch gegenüber den Menschen, gegenüber seinen Mitbewerbern herauszustellen. Das ist absolut bedauerlich, aber Ausdruck unserer derzeitigen Parteiendemokratie. Es fehlt einfach die Wahrhaftigkeit. Es fehlt auch der persönliche Stolz eines solchen Menschen wie Scholz, zu sagen, das ist mein Weg, das ist mein Kurs, dafür stehe ich, und sich abzugrenzen, sowohl innerhalb seiner Partei als nach außen. Und entweder das ist mehrheitsfähig oder nicht, sondern es wird ewig sein Fähnlein nach dem Wind gerichtet. Also mit anderen Worten, wir können eigentlich wählen, was wir wollen. Entweder haben wir Rot-Rot-Grün oder wir haben Schwarz-Grün. Im Grunde genommen ist es eine Blockpartei, es wird sich nicht viel ändern. Die Schwarzen werden sich immer mehr nach den Grünen richten. Wenn wir Rot-Rot-Grün haben, ist Berlin das Beispiel dafür, wie es sich entwickelt. Und liebe Zuschauer, ich erinnere an dieser Stelle nochmal eine Sendung mit Kai Gottschalk. Kai Gottschalk ist fraktionszugehörig AfD, leitet den Wirecard-Untersuchungsausschuss. Wir haben mehrere Sendungen gemacht, Olaf Scholz. Wir haben einmal Cum-Ex-Geschäfte in Hamburg mit der Warburg Bank. 48 Millionen sind da erlassen worden. Wirecard, 20 Milliarden Anlagevermögen sind zerstört worden. Das heißt also, Rentenfonds haben sich pulverisiert, sind in Luft aufgelöst worden. Aber das scheint so zu sein, dass man hier nicht mehr darüber spricht. Wir haben Armin Laschet, die Verlag-Affäre mit seinem Sohn als Influencer. 48 Millionen sind vergeben worden ohne Ausschreibung. Wir haben Annalena Baerbock mit einem Lebenslauf, der einem Radierwerk entspricht, Radierungen, dem gesagt, das nehme ich mal weg. Stellen wir uns doch einfach mal vor, es wäre nur in Anführungszeichen ein Kandidat der AfD gewesen, noch nicht mal Kanzlerkandidat, sondern in ein Amt, sagen wir mal Vizepräsident Deutscher Bundestag, der wäre doch zerrissen worden in der Presse. Herr Weber, weil es sich lohnt, für unser Land, für unser Vaterland zu kämpfen, und weil Menschen wie Sie es nicht aufgeben und auch ein Sprachrohr sind für eine vernünftige Politik mit Hallo Meinung. Und gibt es Menschen wie Kai Gottschalk oder auch mich, die weiterhin die Fahne hochhalten, dass unser Land und die Menschen in unserem Land lohnt es. Und dass es im Moment so düster aussieht, ja, vielleicht müssen wir dieses Tal durchschreiten und vielleicht brauchen wir die nächste Legislatur. Vielleicht macht es Sinn, wenn es dazu kommt, dass die CDU in die Opposition geht, um sich zu berappeln, sodass wir dann vielleicht in 4 oder 8 Jahren das erreichen können, was Sie und was ich auch erreichen möchte für unser Land. Liebe Zuschauer, es gibt einen Film Roadhouse mit Patrick Swayze, wo er als Rausschmeißer fungiert. Das ist jetzt eine sinnbildliche Betrachtung, wo er sagt, da gibt es im Lokal immer Unruhe, es muss erst schlechter werden, bevor es besser wird. Und diese Meinung habe ich auch. Sagen Sie uns bitte noch Ihren Wahlkreis, denn ich bin überzeugt davon, die Zuschauer werden uns fragen. Und liebe Zuschauer, es ist einfach so, ich sage ein ganz klares Votum für Menschen wie Rüdiger Lukassen, mit dem man sie unterhalten kann, wo man sagt, Moment, die Aussagen sind belastbar, wir können auch in den Diskurs gehen. Solche Menschen brauchen wir in der Politik.
nicht aus Opportunismus, das hat er nicht nötig, das haben viele andere auch nicht nötig. Sagen Sie uns bitte noch Ihren Wahlkreis. Mein Wahlkreis ist der Wahlkreis 92, Euskirchen, Rhein-Erft, besonders betroffen durch die Flutkatastrophe. Meine Frau und ich haben unsere Bleibe, unseren Erstwohnsitz in Bad Münstereifel verloren. Und ich könnte sicherlich eine ganze Sendung bei Ihnen füllen, Herr Weber, mit dem Thema Zivil- und Katastrophenschutz in Deutschland. Und wir würden das gleiche Desaster ausmachen, wie wir es heute über die Afghanistan-Politik ausmachen konnten. Das Angebot nehmen wir gerne an. Es ist ja am 25.08. auch über die Flutkatastrophe wird gesprochen. Wir sprechen mit dem Kollegen Renner darüber, der ja wesentlicher Initiator war, dass die Dinge mal beleuchtet werden. Ja, ich sage danke, wünsche Ihnen viel Erfolg und lassen Sie das nicht das letzte Interview gewesen sein. Das darf ich vorwegnehmen, das werden sicherlich die Zuschauer schreiben und wünschen. Ich hoffe, Sie werden dieser Bitte keine Absage erteilen. Sehr gut, für Sie, Herr Weber, und für Ihre Zuschauer. Vielen Dank. Dankeschön.